Hallo, ich bin die Carmen und ich lebe schon mein Leben lang in Obergiesing. Ich bin ein sogenanntes Besatzungskind. Ich weiß gar nicht, ob Sie noch wissen, was das ist. Aber das ist eines der Sachen, das mich sehr geprägt hat, glaube ich. Das mich einfach verpflichtet hat, mich durchzusetzen und viele Sachen anders zu sehen, wie das vielleicht andere Leute in meinem Alter so sehen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass wir, wenn wir ins Kino gehen wollten, ich bin in der Perlacher Straße aufgewachsen, mussten wir durch die Felder gehen, um zum Buggy zu gehen. Vielleicht ist Ihnen das Buggy-Kino auch ein Begriff. Und es gab drei Kinos bei uns. Das war das Buggy, den Bergpalast und das Wendelstein. Und es gab aber auch noch, das wissen vielleicht viele von Ihnen nicht, jeden Sonntag oder einmal im Monat im Sonntag hat die Kirche für die Kinder und Jugendlichen Filme gezeigt. Das waren dann Dick und Doof Filme und da habe ich meinen Onkel, der 5 Jahre älter ist als ich, immer mitgenommen und das war eine wahnsinnige Gaudi. Ja. Und man hatte wahrscheinlich keinen Fernseher zu Hause. Und man hatte ja keinen Fernseher zu Hause, genau. Und der Sonntag war sowieso immer der langweiligste Tag überhaupt. Ja. Also da wusste man nicht viel mit sich anzufangen. Gelesen habe ich auch nicht. Gespielt durfte man nicht, weil es waren ja kleine Wohnungen. Man musste ziemlich leise sein. Anders ging ja das gar nicht. Und von daher war das toll, wenn am Sonntag in der Kirche Filme gezeigt wurden. Genau. Dann war ich ja auch in der Schule. Und zwar in der Weißenseeschule. Und diese Weißenseeschule, diese kleine Schule, so wie es angefangen hat, diese wird jetzt abgerissen. Und das tut mir natürlich schon in der Seele weh, dass meine Schule abgerissen wird. Die liegt also in München oder Giesing? Obergiesing? Die liegt in München, Obergiesing, in der Weißenseestraße. Mhm. Die Weißenseeschule. Genau. Das sind so Sachen, die ich euch erzählen kann, einfach weil ich jetzt in der Politik tätig bin. Aber davon erzähle ich euch erst ein bisschen später. Besatzungskind ist ein Kind, das gezeugt wurde in einer Zeit, wo ein anderer, wie soll ich dazu sagen? Es waren, Deutschland war von amerikanischen Soldaten besetzt. Nach dem Kriege war es so, dass Deutschland ja dreigeteilt war, von den Russen besetzt, von den Franzosen besetzt, von den Engländern besetzt und von den Amerikanern besetzt. Und Süddeutschland war meines Wissens von den Amerikanern besetzt. Und natürlich waren in München sehr viele Amerikaner unterwegs. Es gab ja bei uns in Obergiesing, München, die McGraw-Kaserne, wo sehr viele untergebracht wurden von den Soldaten. Und da kam es natürlich vor, dass sich die deutschen Mädels in die Amerikaner verliebt haben und auch umgekehrt. Und wenn man sich so liebt, dann entstehen eben auch Kinder. Und so ein Kindchen bin ich. Ein Kind der Liebe, hat meine Oma immer gesagt. Ja. Und Amerika war ja für viele Traumland. Und Amerika war natürlich das Traumland. Kaugummi, Rock'n'Roll und ja. Das Traumland. Und ich kann mich erinnern, meine Tante, die hat dann auch wirklich einen Amerikaner geheiratet und wenn sie immer zu uns gekommen ist, dann durfte ich mit ihr in die McGraw-Kaserne gehen, in die Commissary und da gab es Sachen, das könnt ihr euch nicht vorstellen, die gab es einfach bei uns nicht. Einfach schon die riesigen Töpfe mit Ice Creams, die sehr, sehr lecker, lecker, lecker war. Und es gab von den Amerikanern auch im Fasanengarten sogar ein Ami-Fest, das sehr gerne besucht wurde.
und das immer so ein Highlight im Jahr einfach war. Also und somit habe ich euch jetzt erklärt, was ein Besatzungskind ist. Und die, ich nehme auch an, die Amerikaner waren dann gern gesehen, weil sie ja Deutschland auch befreit haben. Und dann gab es auch AFN, den Soldatensender. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Genau. Es gab den AFN, den Soldatensender, mit der tollen Musik. Und man das erste Mal Jazzmusik gehört hat. Und man das erste Mal Rock'n'Roll auch miterlebt hat. Und es gab auch in der Commissary gab's einen Nightclub, in den ich später, in späteren Jahren dann auch mit meinem damaligen, zukünftigen Mann auch gegangen bin. Und da gab es dann so Seven Crowns Whisky, also Sachen, die man einfach nirgends bekommen hat. Und das war schon, also die Amerikaner haben schon einen positiven Eindruck, glaube ich, auf uns alle gemacht. Und besonders gern gesehen waren sie natürlich bei meinem Opa, denn der hat gern geraucht und der bekam immer Zigaretten von denen geschenkt. Und das war natürlich super.